Verehrte, geschätzte und geliebte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur neuen Folge Uffruppe. Diesmal mit einem Spiel, dessen erster Teil 1995 bereits in der Spielhalle gelaufen ist, Soul Edge. Richtig bekannt geworden ist aber erst mit der Dreamcast-Fassung Soul Calibur, dem Nachfolger. Und jetzt haben wir Soul Calibur 5 hier, die Collectors Edition, die es, wie in letzter Zeit oft, nur bei Amazon zu kaufen gibt. Aber das hindert mich ja nicht daran, sie jetzt für euch auszupacken. Die ist in einer hübschen Buchform. Da schau her, Buchform. Und hinten drauf, hier, Buchform. Ich zeig's doch nachher nochmal. Und hinten drauf sieht man schon mal, was noch alles drin steckt. Das ist nämlich eine ganze Menge. Eine Making-of-DVD, eine CD mit Soundtrack, ein Artbook, ein Illustrationsbuch, Inhalte zum Herunterladen und, das finde ich persönlich ja das am ergreifendsten, eine vom Game Director signierte Grafik. Da bin ich ja mal gespannt, ob das nur so ein Aufdruck ist oder ob der jetzt wirklich sich hingesetzt hat. Oh, meine deutschen Fans von Soul Calibur, ich signiere für euch die Bilder hier. Werden wir ja gleich wissen. Also, der Einsatz für mein Onkel Jo Taschenmesser, ja, ja. Denn nur mit diesem Taschenmesser lassen sich wertvolle Sammlereditionen richtig zerstören. Genau. Also, ganz vorsichtig schneide ich hier wieder in die Umverpackung mit dem Zellophan. Und also langsam habe ich ja echt schon Übung. Ruckzuck geht das hier auf. Ich hoffe, ich bin dabei nicht auf das wertvolle Leder gekommen. Das ist nämlich hier so ein Ledereinband. Riecht der auch wie Leder? Ja, nö. Riecht jetzt nicht nach Leder. Vielleicht ist es Kunstleder. Mal schauen. So. Das ist wie Tetris hier. Jetzt schüttel ich mal dran und gucke, ob da wirklich ein Buch rauskommt. Tatsächlich. Sieht doch aus wie ein Buch hier, oder? Schön. Oh, jetzt ist der Sackboy, bringt sich schon um. Ja, ist die Xbox-Fassung. Stell ich mal hier hin. So, schön aufgedruckt, aber ist natürlich kein echtes Buch, denn drin ist das Spiel. Tata! Sogar mit komischem Staub drauf. Kann man das sehen? Ist zu schwierig zu sehen, oder? Also glaubt mir einfach, da ist komischer roter Staub drauf. Wir möchten nicht wissen, was hier für eine Trockenperiode da drin passiert ist. Aber es ist auch nicht eingeschweißt, sondern nur mit Siegel. Deshalb kann ich euch jetzt ganz problemlos zeigen, was drin ist. Nämlich zwei DVDs. Hier zwei DVDs. Ne, eine CD mit dem Soundtrack. Und die DVD, die sich hier schon versucht loszureißen, mit dem Spiel drauf. Schon mal sehr interessant. Die Anleitung. Ja, ich dachte erst, sie sei bunt, aber ist sie doch nicht. Und sie ist auch nur 10 Seiten stark. Stark in Anführungszeichen. Aber netterweise gibt es hier noch eine Seite für Notizen. Da könnt ihr euch den Rest, den sich hier Namco Bandai gespart hat, noch reinschreiben. Ja, gut. Und hier gibt es noch den Code für die exklusiven Download-Inhalte, schätze ich mal. Ja, der steht hier hinten drauf. Und da ist dabei auf Englisch, ich lese es einfach mal auf Englisch vor, Two Thoughts, Two Generations, One Destinies. Also das ist ein exklusiver Dark Knight und White Knight. Ein exklusives schwarzer Ritter und weißer Ritter Kostüm für den Character Creation Mode. Oh Mann, voll die Zungenbrecher hier. So, und das hier in dem Buch, das ist noch die Soul Calibur Making of DVD, wo die Entwickler euch verraten, warum das Spiel so schlecht, gut geworden ist. Ja, genau. Und jetzt kommen wir ja zu dem, was ich euch eben schon angekündigt habe. Der vom Game Director, dem Spieldirektor signierte Druck. Also ich wage jetzt mal zu behaupten, dass das schon aufgedruckt ist. Doch nicht so exklusiv. Aber muss man ja auch fairerweise nochmal dazu sagen, das sind ja nur 10 Euro mehr zur unverbindlichen Preisempfehlung, die ihr für den ganzen Kram hier latzen sollt. Also nicht schlecht. Lohnt sich schon für den Preis. Ja, das könnte auch schon wieder
Also ich glaube, es ist aufgedruckt. So, und jetzt noch hier ein Blick, ein letzter in das Artbook, das Illustrationsbuch zu dem Spiel. Es knarzt beim Aufmachen, wie der Graf Dracula, wenn er morgens aufsteht aus seinem Sarg. Und hier drin, da seht ihr die ganzen Figürchen. Das ist übrigens hier der neue Held, Patroklos. Klos, wie Klosbrühe, ihr versteht schon. Nee, versteht ihr nicht, nee, egal. Und hier noch die ganzen anderen tollen Charaktere. Ob da auch der Ezio drin ist? Der Ezio, der taucht ja auch auf im Spiel. Ich blätter gerade mal durch. Maxi, Siegfried, Nightmare, ja. Die kennen die Soul Calibur Veteranen noch. Tyra, Hilde. Hilde, super. Ich mag das ja, wenn so deutsche Namen da drin vorkommen, wie Hildegard von Krone, ja. Oder der Siegfried, den ich schon erwähnt habe. Yoshimitsu, ja, den kennen die Tekken-Freunde auch. Ja, und wo ist jetzt der Ezio? Habe ich den jetzt überblättert oder kommt er noch? Ezio, hier, ganz am Ende. Ezio Auditore da Firenze aus, na, wer weiß es, Assassin's Creed natürlich. In dem Assassin Brotherhood Style. So. Feine Sache. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Gefällt mir tatsächlich sehr gut, dieses Buch. Und mal schauen, was sich noch so in den nächsten Tagen und Wochen hier ergibt, was hier so ankommt, damit ihr es nicht verpasst. Wie immer draufklicken, abonnieren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Aufruppe, Freunde!